Ja, hallo, da sind wir wieder. Menzel sieht schwarz und heute geht's wieder ins Internationale Maritime Museum. Auf zu neuen Geschichten. Ich bin der Historiker Gerrit Menzel und das ist der Museumspädagoge Markus Schwarz, Ihnen schon aus der letzten Sendung bekannt. Tja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Haus, ne? Ja, und diesmal nach unten. Heute kümmern wir uns doch mal um den Kannengießer-Nachlass. Faszinierend. Allerdings. Also, Fräulein Anna Auguste Kannengießer hat November 1912 bis April 1913 oder so, hat sie eine Weltreise gemacht, und zwar auf der Cleveland. Und sag mal, die ist damals ohne Anstandswauwau gefahren, ne? Das heißt ohne männliche Begleitung. Nun, das heißt, sie war unverheiratet, jung, und da war es nicht gerade üblich, als Frau damals alleine auf Reisen zu gehen. Dass ihr Vater das auch noch finanziell unterstützt hat, ist ja fast schon ein Skandal. Ja. Und wie sowas endet, könnten wir uns hier vorstellen. Ein Matrosenmützenband, das die Damen in der Regel nicht einfach so geschenkt bekommen haben. Echt nicht? Du glaubst? Nun ja, das müssen wir wohl glauben oder lassen. Was wir nicht glauben oder lassen müssen, ist das andere, was die Herrschaften damals so getrieben haben, wenn man sie mal von der Kette ließ. Wir haben lustige Spiele gespielt nach dem Essen, die man sich heute kaum noch vorstellen kann. Eierlaufen und Handkarrenrennen zum Beispiel. Ich kenne das nur noch vom Kindergeburtstag. Und damals gehörte man zu den oberen 10.000, um sowas machen zu dürfen. Seltsam, nicht? Ja, irre, ne? Da fährst du für 6.000 Reichsmark um die Welt und dann machst du Eierlaufen. Aber guck mal, das Beste ist hier, Punkt 10. Die Frisierkonkurrenz, paarweise für Damen und Herren. Damen sitzen auf Stühlen, während die Herren hinter ihnen stehen. Hierauf lösen die Herren den Damen das Haar auf und haben es binnen 7 Minuten wieder aufzustecken. Gewinner ist, wer das Haar seiner Dame am kunstvollsten aufgemacht hat. Ein Komitee von 3 Damen wird als Preisrichterkollegium fungieren. Preis für Damen ein silberner Löscher, Preis für Herren ein Zigarettenetui. Das ist doch verrückt. Das heißt, das verrückteste Krähennest hat dann gewonnen. Ich weiß nicht. Sag mal, ist das jetzt naiv oder ist das dekadent? Ich meine, das ist doch eine unglaublich prüde Zeit, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, 1912, das Berühren des Haares einer Dame in der Öffentlichkeit, ist das nicht schon ein erotisch hoch aufgeladener Akt? Damit kenne ich mich nicht aus. Naja, guck mal, als nächstes geht's in die Kissen hier, ne? Dann kommt Punkt 11, ja, Kopfkissenhaft. Naja, ich weiß nicht. Und wenn da noch der Shampoo im Strömen geflogen ist? Meine Vermutung geht da ja in eine ganz, ganz andere Richtung. Na? Ich glaube, dieses Spiel ist so gesetzt, die Damen, danach mit vernichteter Haartracht, machen sich auf in die Kabinen, um ihre Frisuren wiederherzustellen. Und die Herren haben dann die Zeit, endlich mal einzusaufen. Hm, das wäre natürlich auch clever, ne? Meinst du, das sehr viel naheliegender für mich. Ja, stimmt. Die Zeiten waren damals meistens nicht so prüde, wie sie uns heute dargestellt werden. Denen war auch nichts Menschliches fremd. Aber ich habe damals nicht zuschauen können. Letzten Endes bleibt uns da nur Spekulation, oder? Dann hätten wir das ja geklärt.